Folge Connecting Clicker Heroes. Jetzt gibt es ein ganz großes Update. Wir spielen jetzt hier mit der neuen Version 1E13. Ne? Wir wissen ja, vor kurzem gab es E11, dann gab es heute früh noch ein kleines Patch E12, jetzt E13. Es hat sich einiges verbessert, es kam vieles hinzu. Zum Beispiel wurden bei den Helden jetzt die Texturen geändert. Die Helden sind jetzt aus den Waffen. Das ist, finde ich persönlich stylisch, vor allem diese schönen Kanten, da wisst ihr genau, das tut weh. Des Weiteren wurden die ganzen Upgrades wurden entfernt, wo man gemerkt hat, die Spieler kommen damit eh nicht klar. Keiner kann rechnen. Was wurde noch entfernt? Ja, Ascensions, Transcensions, alles entfernt. Man merkt also, es kam sehr vieles hinzu. Ich habe mittlerweile, weil die alten Falcons natürlich inkompatibel waren, muss ich anfangen, wir sind aber schon Level 16. Ich habe hier direkt wieder meinen Autoklicker aktiviert, ne? Also läuft as fuck. Und ja, hab's verstanden. So, nee, hier dann natürlich. So, ja, okay. Oh, der nächste ist fertig. Ah, sehr schön. Ja, nee, noch nicht. Das ist natürlich unser kleiner, klar, alles ist fake. Wisst ihr, Verklicker, Monsters. So, oder Monsterklicker, keine Ahnung, irgendwie so rum. Ja, ich habe seit der letzten Aufnahme tatsächlich hier die ganze Zeit, da haben wir eine Ascension gemacht. Oder habe ich die Ascension Nachaufnahme gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich seit der letzten Aufnahme eine Ascension laufen, eine neue. Und zwar eine aktive. Diesmal sieht man hier auch schon einen bei den Fingern. Wir haben auch schon eine Kombo von 2E5. Ja, in 6 Stunden müsste man eigentlich schon mehr bekommen. Liegt aber daran, dass in der ersten Zeit halt die ganze Zeit Instakill war. Und ich hatte erklärt, wenn Instakill ist, dann ist ja halt über diese Überblend-Animation. Und bei den Überblend-Animationen klickt der Autoklicker ja nicht. Also zumindest nicht so, dass es bei der Kombo mit dazugezählt wird. Von daher ist die Kombo natürlich wesentlich niedriger, als sie rein rechnerisch in der Zeit sein müsste. Macht aber nichts, wir sind relativ gut, wir sind auch schon wieder Level 1070. Das nächste Level schaffen wir noch nicht, allerdings haben wir hier diesen Prügel mittlerweile schon auf Level 25 und ich glaube, ja, wir können schon weitere 50 kaufen, weitere 25 und können das Upgrade hier holen und damit sollten wir den hier auf jeden Fall schaffen, locker, no problemo. Weitere 25 Level kriegen wir leider nicht, schade eigentlich. Ja, wir haben wieder 45.000 Hero Souls und ich glaube einfach mal, wir gucken mal hier, was wir hier bei den Frostleaf Open Roll. Weg damit. Und ich glaube einfach mal, wir machen einfach mal eine Ascension. Und zwar kam ich jetzt, wie gesagt, innerhalb dieser 6 Stunden kam ich auf ja, Level weit über 1000. Und die Frage ist, was war jetzt mit dem aktiven Bild? Schaffen wir das auch mit dem passiven Bild? Eigentlich müssten wir es jetzt schaffen. Es müsste eigentlich mit dem passiven Bild sogar noch besser gehen. Das heißt, ich mache jetzt wieder ein passiven Bild und gucke dann, wie weit wir damit kommen. Also kommt ihr beide mal weg. Dann machen wir eine Ascension. Wir können natürlich auch noch warten, bis hier alles ausgenuckelt ist. Mal gucken. Aber ich glaube mal, den nächsten Boss schaffen wir schon nicht mehr. Obwohl doch, wir haben. Ach was, wir haben hier noch alles Mögliche offen. Ja gut. Mal, die springen schon wieder so. Kommt mal. Seltsam, seltsam. Naja, der kritische Hit haut ganz schön rein. Und gleich kommt der nächste Boss. Und so wie es ausgeschafft wurde, doch. Mit den ganzen kritischen Hits könnte es tatsächlich was werden. Aber natürlich kein Primal. Danke dafür. Ich hasse dich auch. Komm, geh weg. Arschloch. Ich hasse dich und deine Mutter. Und alle, die du kennst. Nutzen wir das hier jetzt noch? Lohnt sich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich mache eh gleich eine Ascension. Und ich glaube mal so viele... Oh, eine Kiste. Und ich glaube mal so viele Primals kriegen wir jetzt einfach nicht mehr, dass sich das hier noch groß lohnt. Von daher hebe ich mir die beide dann lieber auf für die nächste Ascension. Das macht, denke ich, mehr Sinn. So, das heißt, wir könnten hier noch unsere Skills aktivieren. Das bringt uns aber alles auch maximal noch 3 Bosse. Also maximal 2000 Hero Souls. Weil in den 3 Bossen ist maximal ein Primal-Boss mit dabei. Und so wie ich mein Glück kenne, garantiert sowieso keiner. Das heißt,
Wir haben es bis hierhin geschafft und die Frage ist jetzt, ob wir es hin. Legen wir es drauf an, noch weiterzumachen? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das gefällt mir nicht. Gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Druck. Ah, lol. Können wir uns gleich die nächsten 75 Level leisten? So. Ah, Mist, habe ich das hier vergessen zu aktivieren, bevor ich hier die beiden aktiviert habe. Bullshit. Na gut. Da sind immer noch zwei Skills übrig. Für den nächsten Boss. Mal gucken, ob der Päumel ist. Brauchten 1 in 89, also noch das Zehnfache, was wir jetzt haben. So, wir könnten aber hier tatsächlich schon mal gucken, was wir denn machen, wenn wir mit dem Ganzen, also wenn wir den Ascension machen. Das hier wäre halt eine Idee, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier noch 100 Level reinbutter, dann wäre das maximal das Doppelte von dem, was wir jetzt haben. Für 15.000 Hero Souls, ich meine, wir haben nach der Ascension fast, oder mehr als, ja, wir haben so ziemlich genau 13.000 Hero Souls. Da würde das nicht so sehr wehtun, aber ich bin ganz ehrlich, ich würde halt lieber erstmal ihn hier noch ein bisschen hochleveln. Weil man merkt ja, wir haben ja hier einen aktiven Build. Ne? Und kommen mit denen auch schon extrem weit. Das heißt, wir versuchen vielleicht tatsächlich mal die letzten, also die nächsten Ascensions mal wieder ein bisschen mehr hierauf zu gehen. Das tun wir am besten auch genau jetzt. Ich traue mich noch nicht so ganz. Das wird schon schneller, man merkt. Die Frage ist nur, ob es wann das schneller wird. Weil es wird auch immer teurer. Das heißt, während wir hier bekommen, während wir hier Stärke gewinnen, verlieren wir hier natürlich durch den Dixer-Bumster Stärke. Aber ich denke mal, das ist so ganz. Siehst du, jetzt sind sie nämlich mittlerweile wieder ein bisschen langsamer geworden. Dafür haben wir jetzt hier 1% pro Dixer-Bumster. Das heißt, wenn wir jetzt hier 200.000 haben, haben wir alleine hierdurch ja, gut 2000, ja, also den 2000-fachen Schaden. So. Dann können wir theoretisch auch hier noch mal was reinbuttern. Aber das bringt halt kaum was. Boah, wir bräuchten 70.000 für die nächste Kugel schon. Oh. Ein Glück machen wir bloß noch drei. Also, die jetzt noch fehlt. Okay, die fehlt uns ja wirklich noch. Also, okay. Etwas mehr als drei brauchen wir noch. Das heißt also, ein paar Ascension haben wir noch vor uns. Vielleicht schaffen wir in den nächsten Ascensions tatsächlich hier auf sie zu kommen. Dann dürfte das mit den Heroes halt auch noch mal ein bisschen stärker werden. Oh, was auf Wenger. Stimmt, da war was.
Ja, so, den schaffen wir jetzt auch. Sehr schön. Also, das mit dem Jojo hat auf jeden Fall schon mal was gebracht für den aktiven Bild. Die Frage ist, machen wir bei den anderen auch noch was? Wenn wir jetzt erstmal aktiv bleiben, dann würden ihr 50 Level jetzt nicht mehr so viel bringen, also genau genommen gar nichts. Den habe ich bereits auf Level 200 gelevelt. Ihn habe ich auch schon auf Level 200. Na, ja, er bringt wieder nichts, deswegen ist er auch noch auf Level, auch noch auf Level 150, genauso wie der hier unten. Ja, und er hier hoch zu leveln wird halt zu teuer. Das wird zu schnell zu der halt, wie es da haben wir eh nicht. Nee. Bei ihm weiß ich nicht, ob das irgendwas bringt. Ja, dann bleiben wir jetzt erstmal so. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken, ob der nächste Boss Primal ist. Und wenn... Ist ja eigentlich egal, ob er ist oder nicht. Danach machen wir dann den Ascension. Das sieht so gut aus. Oh, ein Fisch. Gucken, was hier so anliegt. Haben wir mittlerweile... Nein, noch nicht. 1E. Ah, brauchen wir noch so doppelte. Tja, also ohne Hilfe schaffen wir den nächsten Boss auf jeden Fall nicht. Die Frage ist, das hier könnte tatsächlich sogar schon fast reichen. Dann kann ich nämlich erstmal das aktivieren, setze diese Fähigkeit dann nämlich hiermit wieder zurück und dann habe ich für den übernächsten Boss nämlich beide. Dann machen wir das nämlich genau so. Oh, zwei Ubis. Yay! Wenn es so weitergeht, schaffen wir sogar schon 150 einzusammeln, können wir drei Quick Ascensions machen nach den nächsten Transcensions. Yay! So. La 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 la. Da 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 da. Kann man bitte paar Goldkisten kommen hier? Ja, ein paar Schatzkisten? Das wäre mir ganz lieb, wäre mir das. Dann schaffen wir nämlich ihn noch auf Level 100 zu bringen. Das wäre dann schon mal ein Traum. Die Sache ist die. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also wir haben hier... Wir haben ja pro Combo haben wir ja jetzt 1%. Heißt also, wir können das hier direkt als Prozentwert betrachten. Das heißt, wir haben hier durch die Combo 2E5% Bonus. Wie viel haben wir denn bei ihm? Gott, da wäre doch viel weniger. Lol, das heißt, wir haben jetzt durch ihn wesentlich mehr Schadenzuwachs als durch ihn. Also ist derzeit gerade unser aktiver Bild tatsächlich wesentlich stärker. Der einzige Vorteil, den wir halt im passiven Bild halt immer noch haben, ist halt, dass wir da halt extrem viel Gold bekommen. Was uns halt immer schön den Arsch rettet. Ach Mann, ey, bisschen fehlt noch. Scheiße. Hatte Kopf das recht. So, jetzt können wir gleich die beiden Sachen kombinieren. Das kostet nochmal. Achso, gut, okay. Die Fähigkeit kostet kaum was. Wir müssen es halt nur schaffen, jetzt hier auf. Also noch ein bisschen was zu verdienen. Jawoll, passt doch. Easy, geil. Yay. Und nochmal stärker. Da brauchen wir die Werfigkeit wahrscheinlich auch nicht mehr. Dann dürfte man den Boss so ohne weiteres. Ja, doch, das schaffen wir. Guckt mal, wie das hier durchflutscht. So muss das sein. Dann haben wir also Level 1095 auch schon geschafft. Mit den Skills, die wir hier noch haben, schaffen wir Level 1100 dann auch noch. Der ist auch definitiv wieder ein Primal, weil, wie gesagt, 100er Bosse sind ja immer Primal. Und dann können wir gleich mal gucken, ob tatsächlich ab Level 1100 immer noch die Bosse extra Sprites haben, also eine spezielle neue Feinde sind, oder
Weil wir sagt Level 1000. Achso, siehst du, habt ihr gar nicht gesehen, oder? Doch, weiß ich gar nicht. Nee, habt ihr nicht gesehen. Level 1000 war nämlich auch noch ein benutzerdefiniertes Ding. Das ist nämlich ein Hase. Und das, warum dauert das so lange? So. So. Na gut, sieht man kaum. Wenn ihr das Video gut pausieren könnt, ne, dann seht ihr, das ist ein Hase. Ganz süß, ganz knuddelig. So. Tja, und jetzt fängt nämlich wieder an, träge zu werden. Das ist nämlich das Problem. Weil ab jetzt gibt es keine Upgrades mehr. Das heißt, der nächste Booster gibt es erst wieder ab Level 200. Und genau diese Lücke zu überbrücken, das ist halt immer das Schwierige am Anfang. Bis Level 1000 geht es noch so lala mit ein bisschen warten. Bis Level 100. Und dann muss man es irgendwie schaffen, entweder hier mit Söldnern oder mit viel Geduld oder ja, mittels diesen Dingern hier, also mit den Skills, praktisch diese Lücke zwischen Level 100 und Level 200 zu überbrücken. Wenn man das geschafft hat, ist man wieder auf der sicheren Seite, weil dann kommt wieder alle 25 Level wieder, ja, praktisch eine Vervierfachung der Stärke, was einem dann natürlich wieder viel bringt. Also das ist ja auch der Grund, weswegen wir bei ihm hier auch so extrem bei Level 150 gehangen haben und bei dem davor ja auch. Und das wird hier bei ihm auch wieder passieren. Wir werden ihn vielleicht wieder bis Level 150 schaffen und dann kraken wir bloß noch so voran und das bringt halt einfach erstmal nichts. So, das heißt, gleich kommt der nächste Boss, den machen wir noch und dann machen wir eine Ascension. Und in der nächsten Ascension sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Wobei, ich glaube mal, in der nächsten Ascension kriegen wir den hier auch noch nicht auf Level 200, das können wir vergessen. Da werden wir noch mindestens zwei Ascensions brauchen, also frühestens in der übernächsten es schaffen. So verdoppelt, genau, also praktisch erst die 8 und dann die 7. 18. Hi! Ach doch, warte. Dachte gerade schon, er hat das Ding nicht akzeptiert, weil der gelbe Rand darum fehlt. Aber eben, der gelbe Rand ist ja nur so lange da, bis der nächste Skill aktiviert wird. Jetzt war ich gerade schon echt ein bisschen so. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Ist übrigens witzig, der Skill bleibt auch für immer aktiviert. Ne? So lange, bis sie wirklich irgendwann mal den nächsten Skill aktiviert. Heißt also, wenn ihr hier rauf drückt und dann nichts anderes mehr drückt. Da bleibt das Ding wirklich so lange gelb umrandet, bis ihr 20 Stunden später mal das nächste Ding anklickt. Ist ganz witzig. So, okay. Dann würde ich mal sagen, das war's. Und wir machen jetzt freudig eine Ascension. Sir Gage. Ja. Geht zwar unsere schöne Kombo verloren, aber gut, was soll's. Bumm. Und mal wieder speichern, ne? Bevor wir das wieder 20 Mal hier vergessen. Speichern ist wichtig. So, ja, wie gesagt, hier die Frage, machen wir irgendwas? Jetzt erstmal auf jeden Fall nicht, weil mir fällt gerade nichts Sinnvolles ein. Außer ihm nochmal 100 Level zu geben. Aber wie gesagt, das ist dann wieder so eine Sache, zwischen 1 und 2% macht halt kaum Unterschied. Weil das ist ja wieder nur eine Verdopplung. So wie gerade eben, wo wir ihn hier auf Level 100 gegeben haben. Das hat wirklich was gebracht, weil davor war er Level 10. Das heißt also, auf Level 100 zu geben, war eine Verzehnfachung. Das lohnt sich dann. Aber einfach nur zu verdoppeln, bringt halt kaum was. Genau. Hand drauf. Hand drauf. Und dann das Ding hier. Und dann gucken wir mal, wie es abgeht. So, wir gehen. Achso, ist schon auf 25 Stufen hier. Sehr schön. Na komm, mach ihn. Ich brauche Level 100. Ja, und da seht ihr schon, pro Monster geht unsere Kombo gerade um einen Zug. Weil halt immer pro Monster halt maximal einmal geklickt werden kann, bevor der schon wieder weg ist. Deswegen geht halt die Kombo halt am Anfang nahezu gar nicht hoch. Weswegen sie halt auch gerade mal auf 2E15 war. Das geht erst dann wirklich hoch, wenn die Instakill-Phase aufhört. So. Hallo.
Hä? Schon wieder? Achso, der von 1100. Die kommen irgendwie immer ein bisschen verspätet, kann das sein? Danke. Betty Clicker! Die, die uns Power gibt. Das Schöne ist, jetzt bringen die ganzen Sachen wieder was, ne? Die ganzen Upgrades, die hier kritischen Klickschaden erhöhen oder den Klickschaden als solches erhöhen, die bringen jetzt wieder alle was. Das sind wieder gute Zeiten. So, sind wir schon wieder Level 30. Das ist sehr schön. Und ja, ich aktiviere die Skills einfach deshalb nicht, weil wir brauchen sie jetzt gerade nicht. Von daher kann ich wieder, wenn wir irgendwann später hier unten bei unserem Ice Leaf sind, dann hier mit dem Button einfach alle mit einmal aktivieren. Da brauche ich jetzt hier nicht jedes Icon nicht einzeln anklicken. Das bringt halt einfach nichts. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das einzige Wurst, was bringen würde, wäre hier später bei King Gangsterbumster. Bei unserer Gold-Marionette. Weil die halt dafür sorgt, dass wir hier die nächsten relativ zeitiger freischalten können. Weil wir schneller Gold bekommen. Aber pff, auch da denke ich mir so, fuck off. Weil das Witzige ist halt, die Kombo ist noch ganz weit am Anfang, ne? Und wir idlen ja nicht. Also wir haben weder Combo-Bonus, also weder nennenswerten Combo-Bonus, noch Idle-Bonus. Und trotzdem haben wir die ganze Zeit die Insta-Kill-Phase. Das ist tatsächlich schon geil. So muss das laufen. Genau so muss das laufen. Bobby, Bounty Hunter, Tully. Ich sag's ja, wer diese Namen ausgedacht hat, der gehört gesteinigt. So. Ah. Gut 1.000.000% Combo. Bonus. Also 10.000. Also. Faktor 10.000 Bonus. 10.000-facher Schaden, Alter. Boah. Das tut gut. So muss das sein. Oh, manchmal gibt es jetzt hier pro Gegner auch schon 2. Oder sogar schon 3 Klicks. Aha. Ja, ja. Man sieht ja auch schon, die Insta-Kill-Phase hört langsam auf. Goddammit. Und schon geht sie wieder weiter. Und wir haben wieder nur einen Monster. So, King Medias. Könnte ich eigentlich tatsächlich schon alles aktivieren? Mache ich auch einfach mal, ganz ehrlich. Habe ich zwar bisher auch immer nicht gemacht. Ich habe gesagt, immer erstmal alles dann aktiviert, wenn wir irgendwann bei dem waren, wo wir dann hier, also bei, doch, Frostlich ist glaube ich der letzte, den wir so am Stück machen können. Und habe immer erst dann die ganzen Sachen aktiviert. Aber ich mir immer so dachte, whatever. Warum sollte ich? Das macht ja so keinen Unterschied. Mazoom. Man müsste einfach mal die ganzen Namen hier alle mal bei Google Translator einhacken und gucken, wie er die aussprechen würde. Ich meine, wie gesagt, ein paar haben ja sinnvolle Namen. Hier eine Kid Tree Beast und so sind ja alles normale Namen. Aber wenn ich dann hier weiter unten gucke, ne, umso weiter unten man ist, umso bescheuter werden die Namen. Bobby geht noch, aber hier Boyle, Sergage, King Medias, Raffari, Herator, Befei, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Abaddon ist auch noch ein cooler Name, Mazu ist sowieso ein geiler Name, Amenhop ist wieder normal, Beastlord geht auch, Athena kennt jeder, Aphrodite kennt auch jeder, Shinatobe, ne, unser pseudo-japanischer Name hier, ne?
Wahrscheinlich wollte da irgendjemand mal einen schicken japanischen Namen hier einwerfen, hat aber selbst gar keine Ahnung von der Silbenschrift im Japanischen. Oder hat das als Easter Egg eingeführt. Damit Leute wie ich nachdenklich werden. Und eine Drohmail schreiben. Mach das nochmal und ich töte dich und deine Kinder. Yay, yeah, Level 100. Bock. Ah, leider kommen wir gegen Ende. Und dann wird wieder mit Finger gefingert. Und ja, ich hatte tatsächlich die ganze Zeit über hier beide Finger hier drauf. Und dieses Hochleveln habe ich halt immer manuell gemacht. Könnte ich mir tatsächlich auch jetzt mittlerweile schon fast kneifen. Muss ich mal gucken, ob der Combo dafür ausreicht, dass ich immer hier schön mit dem Insta-Kill durch kann. Weil in der vorigen Aufnahme, also in der vorigen Ascension, da habe ich tatsächlich geschafft, bis Level 500 fast durchweg Insta-Kill zu haben. Ich weiß aber nicht, ob ich das auch schaffen könnte, wenn ich hier nur ein Tipper ist. Das weiß ich echt nicht. Ich meine, wir können einfach mal einen wegnehmen. Ja, noch funktioniert's. Mal gucken, wie lange. Sieht doch gar nicht aus wie ein Japaner. Sieht aus wie ein Mädchen mit, naja, braunroten Haaren und einer roten Kapuze. Ob sie wohl Single ist? Handynummer gibt's keine. Schade eigentlich. Ja doch, sag ich doch. Fortgriff ist der letzte und ab Daten Dread Knight wird dann viel teuer. Viel teurer. Das heißt also, ja. Bau. Da setze ich schon mal den Finger auf ihn. Ne, auf ihn hier. Bup. Sehr schön. Bam. Siehst du, da habe ich einfach einen Klick gemacht und schon habe ich mir die ganze Tipparbeit hier komplett erspart. So muss das laufen. Einzige, wo ich dann wieder tippen muss, ist, wenn ich dann nachher dann alle auf Level 200 hiefe. Da muss ich auch wieder klicken. Leider. Aber gut. Geht halt nie anders. Kann ich eigentlich schon anfangen? Dann mach einfach mal hier los. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Dum, 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 dum. Weil wie gesagt, jetzt sind halt für uns tatsächlich auch die Skills wichtig. Und viele der ganz guten Skills sind halt welche von den oberen, die aber erst über Level 100 kommen. Das sind zum Beispiel, ne? Nee, okay, das gerade nicht. Das hier auch nicht. Willst du mich verarschen? Weil hier die ganzen kritischen Klicker. Okay, ich sag gar nichts mehr. Geh mal. Geht alle kacken. Ah, genau hier. Der hier zum Beispiel. Der hier. Genau, die beiden sind das. Das sind die beiden, die halt auch wichtig werden jetzt. Weil das ist halt einfach mal. Ja, fast eine Verdopplung. Oh, doch. Gut, eine Verdopplung. Und hier unten, weiter unten, kommt dann nochmal eins. Genau hier. Nee. Müsste irgendwo noch. Oh, achso, hier siehst du, wir haben hier noch gar nicht hochgelevelt. Irgendwo müsste noch mal ein Dreier sein. Aber wir haben jetzt gerade mal 12. Aber wir kamen normalerweise immer auf 15. Ach nee, jetzt habe ich hier die Sachen verwechselt. Eben, 9%. Könnte tatsächlich hinkommen. Keine Ahnung. So, Jütchen, dann haben wir schon mal alle hochgelevelt. Außer die beiden hier, aber die haben auch keine weiteren Skills. Wäre also nicht so wichtig. Wenn wir es aber sowieso können, dann haben wir jetzt alle hier auf dem einheitlichen Bild. Na komm. Hallo? Ey? Hallo? Ich rede mit dir. Ey?
I eat your fucking babies. So, jetzt sind wir wohl auf. Kannst du wieder rauf? Sehr schön. Gut, damit haben wir schon mal Frostleaf. So, und dann können wir wieder schön. Also, noch schaffen wir Instakill selbst mit einem Finger. Das gefällt mir. Hätte ich mir vorhin also ganze Arbeit ersparen können. Da muss ich wenigstens nicht andauernd vorbeigucken. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's wieder mit der Aufnahme. Dann sehen wir uns nachher. Ich wollte doch eigentlich gerade noch einen passive Kacke machen, ne? Egal, bleiben wir erstmal aktiv. Von daher, schau mit V bis zur nächsten Aufnahme und dann mal gucken, was wir da dann so Schönes machen, wie weit wir da sind, ob wir diesmal sogar schon Level 1100 knacken und noch weiterkommen. Wäre natürlich geil. Wäre echt geil. Oh, wir sind gleich Level 200. Hat also, ja, jetzt fangen wieder die Boosts an. Schickitikimiki. Tschö, bis heute Abend.